Gut. Okay. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir machen heute weiter mit Normalverteilung und darauf aufbauend dann der Modellformulierung des allgemeinen linearen Modells. Und das, was wir uns heute anschauen, ist also ein zentraler Bestandteil des allgemeinen linearen Modells. Das ist die multivariate Normalverteilung. Die multivariate Normalverteilung ist die Generalisierung der univariaten Normalverteilung auf mehrere Zufallsvariablen und hat deshalb, wie wir hier sehen werden, auch viele ähnliche Eigenschaften wie die univariate Normalverteilung. Die Motivation der Anwendung von univariaten und multivariaten Normalverteilungen für das ALM liegt immer im zentralen Grenzwertsatz. Ja? Also wir haben die Annahme, dass wir eine mechanistische wissenschaftliche Theorie haben, die den deterministischen Teil unserer Daten beschreibt, also zum Beispiel Gruppenunterschiede oder Effekte von x auf y. Und wir nehmen zusätzlich an, dass die Abweichungen unserer Daten von diesem Modell dann zustande kommen durch die Überlagerung vieler kleiner zufälliger Prozesse, die unabhängig voneinander sind und die irgendeine Verteilung haben. Und der zentrale Grenzwertsatz sagt dann, dass die Summe all dieser Prozesse normal verteilt ist. Und aus dem Grund, oder daher kommt eben diese weit verbreitete Annahme von normal verteilten Fehlertermen in linearen Modellen. Darüber hinaus hat die Normalverteilung aber auch einige sehr praktische mathematische Eigenschaften, die dann bei der Quantifikation von subjektiver Unsicherheit behilflich sind. Zum Beispiel ist es so, dass die Maximierung von normal verteilter Likelihood-Funktion äquivalent ist zu der Minimierung vertikaler quadratischer Abweichung, wie wir in der ersten Einheit zu einfacher linearer Regression gesehen haben. Und wenn Sie sich jetzt auf die Klausur vorbereiten und sich diese Inhalte, also hier die multivariate Normalverteilung anschauen, ist es hilfreich, wenn Sie sich im Vorfeld nochmal mit Einheit 4 von Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz vertraut machen, weil da ging es nämlich auch um Zufallsvektoren. Wir werden also beginnen, indem wir zunächst nochmal Zufallsvektoren definieren. Und das ist größtenteils Wiederholung von Dingen, die Sie im Wintersemester gesehen haben. Wir werden dann die multivariate Normalverteilung konstruieren und uns erste Eigenschaften angucken. Und wir haben dann hier noch drei Abschnitte, in denen wir sehen werden, dass viele Operationen, die man auf multivariaten Normalverteilungen durchführt, immer wieder zu multivariaten Normalverteilungen führen, mit dann jeweils anderen Parametern, was eine weitere wünschenswerte mathematische Eigenschaft von Normalverteilungen ist. Gut, dann beginnen wir mit der Wiederholung zu Zufallsvektoren. Also, was ist ein Zufallsvektor? Wir gehen jetzt nochmal ganz tief rein in die Inhalte aus dem Wintersemester und insbesondere halt Wahrscheinlichkeitsräume. Das heißt, gegeben sei also ein Wahrscheinlichkeitsraum. So ein Wahrscheinlichkeitsraum ist, wie Sie wissen, ein Triple aus eine Ergebnismenge Omega, einer Sigma-Algebra, kalligraphisch A und einem Wahrscheinlichkeitsmaß Doppelstrich P. Und weiterhin nehmen wir an, dass ein n-dimensionaler Messraum, kalligraphisch X, kalligraphisch S, gegeben sei. Dann ist ein n-dimensionaler Zufallsvektor definiert als diese Abbildung, das heißt als eine Abbildung von Groß Omega in kalligraphisch S, kalligraphisch X, Entschuldigung. Und diese Funktion nimmt als Argument ein Klein-Omega, das heißt ein Element des Ergebnisraums, und gibt zurück einen Vektor, wobei jede Komponente des Vektors die Anwendung einer Funktion Xi1 bis Xn auf dieses Omega ist. Und für diesen Zufallsvektor gilt dann die Messbarkeitseigenschaft. Das bedeutet Folgendes, dass für jede Untermenge des Ergebnisraums, oder genauer gesagt der Sigma-Algebra auf dem Ergebnisraum, gilt, dass alle kleinen Omega, die durch Xi in diese Menge S abgebildet werden, dass die Menge all dieser kleinen Omega ein Teil der Sigma-Algebra auf Omega ist. Das ist sehr verwirrend, deshalb gehen wir jetzt gleich einmal hier zum nächsten,
zur nächsten Folie, da ist eine Abbildung und dann komme ich noch zu den Bemerkungen. Also wir haben hier oben links unseren Wahrscheinlichkeitsraum. Ja? Das ist die Menge aller möglichen Ergebnisse des Zufallsprozesses, Großraumecke. Wir haben dann die Sigma-Algebra. Sie wissen, dass die Sigma-Algebra sowas ist wie die Menge aller Teilmengen von Omega. Und dann haben wir unsere Funktion Xi, also den Zufallsvektor. Der bildet ab aus Omega in kalligraphisch x, das heißt in diesem Messraum hier unten rechts. So. Messbarkeitseigenschaft bedeutet, dass wenn wir uns eine Untermenge dieses Zielraums kalligraphisch x angucken, dass für diese Menge gilt, dass die Menge aller Klein-Omega hier oben, die durch Xi in S abgebildet werden, dass diese Menge, also anders gesagt, Xi-Invers von S, ein Element der Sigma-Algebra auf Omega ist. Also auch eine Teilmenge von Omega. So, und wenn das der Fall ist, dann können wir das Wahrscheinlichkeitsmaß für diesen Zufallsvektor Doppelstrich P Xi bestimmen. Das heißt, wir sagen also Doppelstrich P Xi von S ist dann gleich die Wahrscheinlichkeit der Menge aller kleinen Omega, die von Xi auf S abgebildet werden. Oder anders gesagt, die Wahrscheinlichkeit von Xi invers S. So, Xi ist eine univariate, vektorwertige Abbildung. Univariat bedeutet, es hat ein Funktionsargument, nämlich klein Omega, und vektorwertig bedeutet, dass wir einen Vektor als Ergebnis erhalten. Einen n-dimensionalen Vektor. Das Standardbeispiel für so einen Messraum, kalligraphisch x, kalligraphisch s, wäre, dass x die n-dimensionalen reellen Zahlen ist, also r hoch n, und die Sigma-Algebra auf x die borelsche Algebra der n-dimensionalen reellen Zahlen. Wir gehen jetzt hier nicht im Detail darauf ein, was das bedeutet. Stellen Sie sich bitte der Einfachheit halber vor, dass dieses kalligraphische b von r hoch n sowas ist wie die Menge aller Untermengen von R auf N. Das ist nicht ganz richtig, weil dieses mit der Menge aller Untermengen als Sigma-Algebra gilt nur für diskrete Zufallsvariablen und außerdem ist R hoch N überabzählbar unendlich und da lässt sich das alles nicht so einfach definieren, aber stellen Sie sich das einfach vor, dass wir hier unter der borelschen Algebra auf R hoch n genau das verstehen. Gut. Wir nennen also die Funktion Xi messbar, wenn all die einzelnen Komponentenfunktionen Xi1 bis Xi n messbar sind, in dem Sinne, wie ich es gerade erläutert habe. Die Komponenten eines Zufallsvektors sind also Zufallsvariablen. Das heißt, ein Zufallsvektor ist nichts anderes als die Konkatenation oder Aneinanderfügung von n Zufallsvariablen. Ein eindimensionaler Zufallsvektor wäre dementsprechend eine Zufallsvariable. Fragen bis hierher? Gut. Dann wollen wir uns jetzt anschauen, wie wir Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen für Zufallsvektoren definieren können. Sie kennen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen schon für univariate Zufallsvariablen und wir definieren jetzt multivariate Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen. Also, ein Zufallsvektor Xi heißt kontinuierlicher Zufallsvektor, wenn der Ergebnisraum von Xi r hoch n ist. Ja? Also wenn jedes Element des Zufallsvektors eine reelle Zahl sein kann. Andere Zufallsvektoren werden wir nicht betrachten und das gibt uns alles, was wir brauchen werden. Dann nennen wir eine Funktion pxi von x, die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion dieses Zufallsvektors, wenn Folgendes gilt. Erstens, das Integral über der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion über den gesamten Ergebnisraum, also r hoch n, ist 1. Das ist die sogenannte Normiertheitseigenschaft. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit über alle möglichen Ereignisse hinweg muss 1 ergeben. Und zweitens, das Wahrscheinlichkeitsmaß von Xi, dass Xi zwischen diesen beiden Werten hier, x1 und x2, liegt, soll, das,
soll das multivariate Integral über der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion von x1 bis x2 sein. Das ist auch abstrakt und verwirrend, deshalb machen wir dazu jetzt ein kurzes Beispiel. Also wir besinnen uns erst nochmal zurück auf den univariaten Fall, in dem das Ganze also wie folgt aussah. Immerhin, wir haben eine Zufallsvariable, xi, mit Realisierung x, und wir haben eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, xi von x, die könnte jetzt irgendwie so aussehen, und dann legen wir zwei Grenzen fest, a und b, und dann interessieren wir uns für die Wahrscheinlichkeit, dass xi größer gleich a und kleiner gleich b ist. Das wäre also diese Wahrscheinlichkeit hier. Und damit das hier eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ist, muss gelten, dass diese Wahrscheinlichkeit gegeben ist durch das bestimmte Integral von a bis b über der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion dx. So. Und was tun wir damit? Wir berechnen diese Fläche. Ja, wir berechnen die Fläche unter der Kurve über einem Intervall. So, jetzt wollen wir das verallgemeinern, oder noch nicht verallgemeinern, aber wir wollen es erweitern auf den Fall zweier Zufallsvariablen. Nehmen wir also an, wir haben xi1 und xi2 mit Realisierung x1 und x2. Und jetzt haben wir da auch begeben eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Das hier ist keine dreidimensionale Tafel, das heißt, ich muss die jetzt irgendwie so hier als Konturplot zeichnen. Das heißt, all diese Linien sind Linien gleicher Wahrscheinlichkeitsdichte. Und das sei jetzt die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion des zweielementigen Zufallsvektors xi1, xi2. Dann können wir hier auch wieder Grenzen festlegen. Nennen wir die mal a1, b1. Ich nenne die jetzt hier a und b. Vorher heißen die x1 und x2. Ich finde es aber ein bisschen schwierig, da doppelt Zahlen als Indizes zu verwenden. Deshalb nehme ich jetzt hier a1, b1 und a2, b2. So. Dann schreiben wir wieder hin, was da steht in Gleichung 2. Also Wahrscheinlichkeitsmaß xi von a1, a2, kleiner gleich x1, x2, kleiner gleich b1, b2. So, das ist jetzt hier eine Ungleichung auf Vektoren. Eine Ungleichung auf Vektoren ist ein bisschen unklar, wie sind die eigentlich zu verstehen. Wir werden die jetzt so verstehen, dass diese Ungleichung für jedes Element der Vektoren gelten muss. Und dann bedeutet das, dass wir berechnen das doppelte Integral von a1 bis b1 und von a2 bis b2 über der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, die hier angemalt ist, dx2 dx1. So. Hier haben wir also das, was da in Gleichung 2 steht, einmal ausgeschrieben für den zweidimensionalen Fall. Und was bedeutet das? Das bedeutet, wir konzentrieren uns auf diese Region hier, die durch a1, b1, a2, b2 umgrenzt ist, und berechnen das Volumen unter der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion über dieser Fläche. Ja? Also das wäre jetzt die Änderung vom eindimensionalen zum zweidimensionalen Fall. Und dann können wir den dreidimensionalen, vierdimensionalen Fall und so weiter betrachten. Und auf diese Weise wird vielleicht klar, was damit ungefähr gemeint ist mit diesen beiden Bedingungen. Gut, das ist also eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Wie Sie sehen, ist der Begriff der multivariaten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion komplett analog zur univariaten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Ja? Also letztendlich, wir berechnen Integrale. Und der einzige Unterschied ist, wie die Intervalle bestimmt sind. Man spricht statt multivariater Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion auch einfach von der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion eines Zufallsvektors. Das ist also das Gleiche. Wie univariate Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen sind multivariate Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen nicht negativ und normiert. Die Normierteigenschaft ist das, was hier in Gleichung 1 gegeben ist,
und nicht negativ müssen die sein, weil sonst könnten negative Wahrscheinlichkeiten auftreten und das ist nicht erlaubt nach den Axiomen der Wahrscheinlichkeitstheorie. So, wie für kontinuierliche Zufallsvariablen gilt auch für kontinuierliche Zufallsvektoren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable einen speziellen Wert annimmt, immer 0 ist. Ja? Also das ist die Eigenschaft von Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen, wenn wir hier das Integral berechnen, wobei die beiden Grenzen gleich sind, dann erhalten wir das Integral 0, weil zwischen a und a halt keine Fläche liegt. Und deshalb eignen sich Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen nicht zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit einzelner Werte, sondern nur zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable in einem Bereich liegt. Gut, aber das ist Wiederholung, das wissen Sie aus dem letzten Semester. Jetzt kommen wir noch zu den Erwartungswerten von Zufallsvektoren. Man kann natürlich auch die Erwartungswerte definieren. Xi sei also ein n-dimensionaler Zufallsvektor. Dann ist der Erwartungswert von Xi definiert als der n-dimensionale Vektor der Erwartungswerte von Xi1 bis Xi n. Anders gesagt, der Erwartungswert von eines Zufallsvektors ist der Vektor der Erwartungswerte der Zufallsvariable. Und die Kovarianzmatrix von Xi ist so definiert, das heißt, als der Erwartungswert von Xi minus Erwartungswert von Xi mal Xi minus Erwartungswert von Xi transponiert. Ja, Sie werden gleich sehen, warum hier das Transponierte reinkommt. Auf jeden Fall haben wir hier analog zu univariaten Zufallsvariablen so eine Art Kovarianzterm. Ja? Hier wird eine Abweichung einer Zufallsvariable von ihrem Erwartungswert mit der Abweichung einer Zufallsvariable von ihrem Erwartungswert multipliziert. Strukturell ist das also wieder das Gleiche. Gut. Jetzt können wir diese Kovarianzmatrix noch genauer betrachten und auch die Einträge der Kovarianzmatrix genauer bestimmen. Xi sei also wieder ein n-dimensionaler Zufallsvektor und wir wollen die Kovarianzmatrix C von Xi betrachten. Dann gilt, dass das eine n mal n Matrix ist, wobei jeder Eintrag dieser Matrix gegeben ist durch die Kovarianz zweier Komponenten des Zufallsvektors. Das heißt also hier zum Beispiel, der Matrix-Eintrag 2,1 wäre die Kovarianz von Xi2 und Xi1. Und der Matrix-Eintrag IJ ist die Kovarianz von Xi mit Xi J allgemein gesprochen. Mit anderen Worten, die Kovarianzmatrix ist die Matrix der Kovarianzen der Komponenten von Xi. Das können wir auch beweisen. Und das geht wie folgt. Wir schreiben also einfach erstmal die Definition der Kovarianzmatrix hin. Das ist der Erwartungswert über Xi minus Erwartungswert von Xi mal Xi minus Erwartungswert von Xi transponiert. So, schauen wir uns mal an, was wir hier haben. Xi ist ein n-dimensionaler Zufallsvektor, also hat er die Größe n mal 1. Und Erwartungswert von Xi hat auch die Größe n mal 1, weil der Erwartungswert elementweise definiert ist. Das heißt, das hier hat die Größe n mal 1. Jetzt haben wir hier nochmal dasselbe zu stehen, transponiert, das heißt, es hat die Größe 1 mal n. Was bekommen wir raus, wenn wir ein Matrixprodukt berechnen? N mal 1 mit 1 mal n? Ja? N mal n. Genau, das heißt, wir wissen schon, das Ergebnis davon wird eine n mal n Matrix sein. So, dann schreiben wir das doch einfach mal hin. Hier haben wir jetzt also Xi1 minus Erwartungswert von Xi1 und so weiter bis Xi n minus Erwartungswert von Xi n. Und als den zweiten Vektor schreibe ich jetzt gleich mal in transponierter Form hin. Wir haben hier also wieder Xi1 minus Erwartungswert von Xi n und so weiter bis Xi n minus Erwartungswert von Xi n. So, das ist das Transponierte. Und dann
Klammer zu. Wir wissen n mal 1 mal 1 mal n ergibt n mal n. Und wir wissen auch, Matrixmultiplikation bedeutet Zeile der ersten Matrix mit Spalte der zweiten Matrix. Allerdings sind das Vektoren, das heißt, die Zeile des ersten Vektors hat immer nur einen Eintrag und die Spalte des zweiten Vektors hat auch immer nur einen Eintrag. Das heißt, wir können hier also schreiben, gucken wir uns mal erste Zeile mit erster Spalte an, da steht C1 minus Erwartungswert von C1 mal C1 minus Erwartungswert von C1. So. Dann geht das so weiter, bis wir bei dem Eintrag N1 sind. Da wäre es nte Zeile mal erste Spalte, also Cn minus Erwartungswert von Cn. Jetzt einen Term, der schon zwei verschiedene Komponenten des Zufallsvektors beinhaltet, nämlich einmal die Komponente n und die Komponente 1. So, dann geht das hier entsprechend für alle Spalten so weiter, bis wir in der Spalte n der Ergebnismatrix sind. Da müssen wir dann die Zeilen des ersten Vektors mit der n-Spalte kombinieren. Das heißt, hier würde stehen C1 minus Erwartungswert von C1 mal Cn minus Erwartungswert von Cn und so weiter, wieder bis zum letzten Eintrag dieser Spalte und da steht dann Cn minus Erwartungswert von Cn mal Cn minus Erwartungswert. Jetzt haben wir hier den Erwartungswert dieser Matrix, wobei alle Einträge dieser Matrix das Produkt von zwei Klammern sind, die jeweils Abweichungen der Zufallsvariablen von den Erwartungswerten sind. Das heißt, wir können diesen Erwartungswert reinziehen und dann haben wir allgemein als Ergebnis für diese Matrix den Erwartungswert von Ci minus Erwartungswert von Ci, Klammer zu, multipliziert mit Cj minus Erwartungswert von Cj, Klammer zu. Und das wäre also der Eintrag Ij, wobei I und J von 1 bis n gehen. So, und das hier ist nichts anderes als die Kovarianz von zwei Zufallsvariablen, nämlich der Zufallsvariablen Ci und Cj. Gut. Frage? Ja, ich habe nicht so ganz verstanden. Bei unvariablen Zufallsvariablen war ja die Kovarianz immer zwischen zwei Dingen. Weil ja. Ja. Und hier ist es jetzt aber nicht zwischen zwei Multivariablen Vektoren, ja, sondern nur innerhalb eines Vektors. Ja. Ja, und richtig. Gibt es auch die Kovarianz von zwei multivarianten Zufallsvektoren? Ja, gibt es auch. Ich glaube, die heißt dann Kreuzkovarianzmatrix oder so. Also Sie können auch, schreiben wir das jetzt, die Kovarianz von zwei Zufallsvektoren, also Sie haben recht, ja, also Kovarianz ist hier immer zwischen zwei Zufallsvariablen, wobei dann zwei Zufallsvariablen aus dem Zufallsvektor genommen werden, deren Kovarianz gebildet wird. Und wenn man das für alle Paare macht, erhält man die Kovarianzmatrix. Die ist quadratisch. So, jetzt kann man, wie Sie richtig sagen, natürlich auch betrachten die Kovarianz zweier Zufallsvektoren. Nehmen wir mal an, Xi ist n-dimensional und Y ist n-dimensional. Dann wäre das also, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, das heißt Kreuzkovarianzmatrix. Und die wäre dann ähnlich gegeben, nämlich als die Kovarianz,
also im i, j ein Eintrag, die Kovarianz von ci mit y, j für alle Einträge i gleich 1 bis n und j gleich 1 bis n. Ja. Kann man auch machen, werden wir allerdings nicht brauchen, weil wir immer die Kovarianzmatrix eines Zufallsvektors betrachten, und zwar insbesondere der Zufallsvektoren epsilon, das ist der Fehlervektor, werden wir in der nächsten Einheit sehen, und des Zufallsvektors y, das sind die beobachteten Daten. Noch eine Frage? Ja, eine Sache noch, und zwar bei der letzten Spalte von der Herleitung, da haben wir ja jetzt jeweils in den beiden Termen immer den gleichen Index, also auf der linken Seite haben wir i und auf der rechten haben wir j. Aber ja, in der Matrix haben wir ja auch Terme, wo zwei verschiedene Indizes verknüpft werden, oder? Ja, aber der Index ändert sich nicht innerhalb einer dieser Klammern. Ja? Also hier ist beides mal 1, hier ist beides mal n. Ah, wenn man es wieder ausmultipliziert, dann hat man wieder 2. Ah ja, okay. Ja. Ja. Ja, das ist richtig. Wir kombinieren immer zwei Zufallsvariablen, aber die Abweichung der Zufallsvariable vom Ergebnis, vom Erwartungswert, wird immer nur für einen betrachtet. Okay. Gut. Dann kommen wir also zur multivariaten Normalverteilung, und auch hier beginnen wir zunächst mal mit Wiederholung, nämlich der univariaten Normalverteilung. Also Xi sei eine Zufallsvariable mit dem Ergebnisraum R, reelle Zahlen, und wir nennen diese Zufallsvariable dann normalverteilt, wenn ihre Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion gegeben ist durch diese Funktion hier, die Sie sehr gut kennen, 1 durch Wurzel 2 Pi Sigma Quadrat mal e hoch minus 1 halb geteilt durch Sigma Quadrat mal x minus μ zum Quadrat. Und das ist also eine Normalverteilung, und wir sagen dann, dass Xi normalverteilt ist mit Erwartungswertparameter μ und Varianzparameter Sigma Quadrat. Wir schreiben das so: Xi folgt Normalverteilung mit μ und Sigma Quadrat, und die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion selbst bezeichnen wir so: n von x, Semikolon, μ und Sigma Quadrat. Für die univariate Normalverteilung gilt, dass der Erwartungswert μ ist und die Varianz Sigma Quadrat. Aus dem Grund heißen diese Parameter auch so, ja, Erwartungswertparameter und Varianzparameter. Das gilt nicht für alle Verteilungen, aber bei der Normalverteilung ist es eben so, dass die Parameter, mit der wir sie parametrisieren, gleich der Erwartungswert und der Varianz entsprechen, beziehungsweise dann im multivariaten Fall der Kovarianzmatrix. Der Parameter μ ist zugleich auch der Parameter, also der Wert höchster Wahrscheinlichkeitsdichte, das heißt, an der Stelle hat die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ein Maximum, und der Parameter Sigma Quadrat ist sowas wie die Breite der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Ja? Also je größer Sigma Quadrat und damit die Varianz wird, desto weiter ist die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion auseinandergezogen. Wenn μ gleich 1 und Sigma Quadrat, Entschuldigung, wenn μ gleich 0 und Sigma Quadrat gleich 1 ist, dann nennen wir Xi Standard normal verteilt. Gut, hier sind einfach mal drei Beispiele dafür zu sehen. Wir haben links also hier die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Standardnormalverteilung. In der Mitte haben wir eine normalverteilte Zufallsvariable mit Erwartungswert minus 2,5 und einer vergleichsweise großen Varianz. Und rechts haben wir eine normalverteilte Zufallsvariable mit Erwartungswert 3 und einer vergleichsweise kleinen Varianz. So, das war Wiederholung. Und jetzt können wir univariat normalverteilte Zufallsvariablen nutzen, um eine bivariate Normalverteilung zu konstruieren, das heißt eine gemeinsame Normalverteilung zweier Zufallsvariablen. Also wir gehen zunächst mal davon aus, dass wir zwei Zufallsvariablen, Z1 und Z2, gegeben haben, die standardnormal verteilt sind und unabhängig. Dann legen wir diese fünf Parameter hier fest. μ1, μ2, das werden später die Erwartungswerte sein. σ1, σ2, das werden später die Standardabweichungen sein. Und ein Rho, was zwischen minus 1 und 1 ist, das wird später die Korrelation der beiden resultierenden Zufallsvariablen sein. So. Dann definieren wir diese Transformationen hier.
Also Xi1 entspricht Sigma1 mal Zeta1 plus μ1 und Xi2 entspricht dieser Formel hier, der zweiten Zeile in Gleichung 10, in der wir also Zeta1 und Zeta2 linear affin transformieren und zusätzlich noch miteinander mischen. So. Und wenn wir das tun, dann kann man zeigen, dass die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion des Zufallsvektors, der aus den Einträgen Xi1 und Xi2 besteht, diese Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion hier hat, wobei die Parameter n, μ und Sigma wie folgt gegeben sind. N ist 2, ist eine bivariate Normalverteilung. μ ist ein zweielementiger Vektor aus μ1 und μ2. Und Sigma ist eine 2x2-Matrix, die auf den Diagonalelementen Sigma1 und Sigma2 Quadrat zu stehen hat, also die Varianzen der resultierenden Zufallsvariablen Xi1 und Xi2. Und auf dem Nicht-Diagonalelement ein Produkt der Standardabweichungen mit der Korrelation von Xi1 und Xi2. Diese Verteilung, die diese Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion hat, mit diesen Parametern nennt man eine bivariate Normalverteilung. Wir verzichten auf einen Beweis. Für einen Beweis können Sie hier nachschauen. Aber wir wollen uns das kurz einmal am Beispiel anschauen. Wir legen also hier oben diese 5 Parameter fest, von denen ich gesprochen habe. Dann ziehen wir standardnormal verteilte Zufallsvariablen Z1 und Z2. Dann wenden wir einfach die Formeln an, die auf der vorherigen Folie standen, um Xi1 und Xi2 zu berechnen. Und dann berechnen wir hier auch nochmal die Parameter der gemeinsamen Verteilung, μ und Sigma, zur Kontrolle, und die werden in dem Fall dann durch diesen Vektor und diese Matrix gegeben. So, jetzt schauen wir uns das einmal an. Wir haben hier als graue Punkte die Realisierungen von Xi1 und Xi2. Ja? Also Sie erinnern sich, wir haben mit standard normal verteilten Zufallsvariablen angefangen, die dann in irgendeiner Weise vermischt, und herausgekommen ist das. Und wie Sie sehen, folgen die sehr gut der durch das Theorem angenommenen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, die hier wieder als Isokonturplot gezeigt ist. Ja, also Isokonturen, haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört, sind sowas wie Isobaren im Wetterbericht. Also Isobaren sind Linien gleichen Drucks auf der Landkarte, und Isokonturen sind Linien gleicher Wahrscheinlichkeitsdichte im Parameterraum. Also nicht im Parameterraum, sondern im Raum der Zufallsvariablen. So, also die Realisierungen passen zu der theoretisch vorhergesagten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion. Okay, das war eine bivariate Normalverteilung, und jetzt wollen wir das einfach generalisieren auf den n-dimensionalen Fall, das heißt auf den Fall eines n-dimensionalen Zufallsvektors, der eine multivariate Normalverteilung hat, oder anders gesagt, von n Zufallsvariablen, die gemeinsam normal verteilt sind. Okay, Xi sei also so ein n-dimensionaler Zufallsvektor mit Ergebnisraum R hoch n. Und dann sagen wir, dass Xi einer multivariaten Normalverteilung folgt, wenn Xi die folgende Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion hat: 1 durch Wurzel aus 2pi hoch n mal Determinante von Sigma mal e hoch minus 1/2, x minus μ transponiert, mal e mal Sigma invers, mal x minus μ. So, jetzt sehen Sie hoffentlich auch, warum wir uns so lange mit Matrizen und linearer Algebra beschäftigt haben, weil hier tauchen jetzt gleich drei Konzepte auf, die wir vorher gar nicht kannten. Ja? Also wir haben hier die Determinante von Sigma, wir haben das Inverse von Sigma und wir haben eine Transposition. Und das ist eine multivariate Normalverteilung. Wir sagen dann, dass Xi multivariat normalverteilt ist mit dem Erwartungswertparameter μ, das ist ein n-dimensionaler Vektor, und dem Kovarianzmatrixparameter Sigma. Ja, also hier ist ein Fehler. Da steht μ wäre ein m-dimensionaler Vektor, μ ist aber ein n-dimensionaler Vektor. Ja, also der Erwartungswertparameter von Xi hat natürlich genauso viele Einträge wie Xi. Gut, wir schreiben das so: Xi folgt multivariater Normalverteilung mit μ und Groß Sigma als Parameter.
Und entsprechend bezeichnen wir die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion dann auch mit n von x gegeben μ und sigma. Gut, wieder gilt, der Parameter μ entspricht dem Wert höchster Wahrscheinlichkeitsdichte, das heißt dort hat die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion ein Maximum, allerdings dann im multivariaten Raum, also im R hoch n. Die Diagonalelemente von sigma spezifizieren die Varianzen der einzelnen Xi1 bis Xn und das ij-Element, also ein Element, was nicht auf der Diagonale von Sigma steht, Entschuldigung, spezifiziert die Kovarianz von Xi und Xi-J. So, auch dazu haben wir hier ein Beispiel in R. Wir wollen uns hier drei verschiedene bivariate Normalverteilungen einmal zur Veranschaulichung angucken. Also wir definieren ein μ. Alle diese Normalverteilungen werden also auf demselben Erwartungswert zentriert sein. Und wir legen drei Matrizen an, hier in der Gleichung für S. Und diese Matrizen haben jeweils auf den Diagonalelementen 0,2 und 0,2, das heißt gleiche Varianz in beide Richtungen. Aber die Diagonalelemente unterscheiden sich. Also wir haben hier 0,5, 0 oder minus 0,15. Entschuldigung. 0,15, 0 oder minus 0,15. Und jetzt benutzen wir also die Funktion für die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der multivariaten Normalverteilung, die heißt dmv-norm, also d für Density, und dann visualisieren wir die wieder als Konturplot. So, das Ganze sieht dann so aus. Wir haben also hier die drei Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen. Und Sie sehen, dass die alle ihr Zentrum auf den Koordinaten 1, 1 haben. Und der Parameter auf der Nicht-Diagonale von Sigma wirkt sich dann so aus, dass, wenn der positiv ist, er eine positive Korrelation von Xi1 und Xi2 induziert. Wenn er negativ ist, induziert er eine negative Korrelation. Und wenn er 0 ist, dann erhalten wir eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, die also hier so eine kugelförmige Kreis- oder kugelförmige Gestalt hat, und aus dem Grund spricht man auch von sphärischen Normalverteilungen. Dazu werden wir später noch kommen. Sphäre ist also ein anderes Wort für Kugel. Also in der Normalsprache sagen wir Kugel, studierte Leute sagen Sphäre oder sphärische Normalverteilung. Gut. Dann schauen wir uns auch noch ein paar Realisierungen zu diesen drei Verteilungen an. Wir haben also hier eine beispielhafte Verteilung gegeben mit μ und sigma, und dann benutzen wir die Funktion rmv-norm, also random variables, und generieren 10 Realisierungen. Das wären jetzt hier also 10 Vertreter einer bivariaten Normalverteilung mit diesen Parametern. Wenn wir die dann in die Koordinatensysteme reinplotten, diesmal ohne Konturplots, dann sieht man, dass die sehr gut der zuvor gesehenen Gestalt dieser Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion entsprechen. Okay, dann können wir uns noch die Erwartungswert- und Kovarianzmatrix der multivariaten Normalverteilung anschauen. Xi sei also ein n-dimensionaler Zufallsvektor mit der multivariaten Normalverteilung, charakterisiert durch μ und groß Sigma. Und dann hat dieser Zufallsvektor den Erwartungswert μ, das heißt, er entspricht dem Erwartungswertparameter, und die Kovarianzmatrix Sigma, das heißt, sie entspricht dem Kovarianzmatrixparameter. Aus dem Grund heißen die auch so. Verzichten hier auf einen Beweis, vielleicht noch eine generelle Bemerkung zu dieser Einheit. Also viele Dinge präsentieren wir hier einfach als Theoreme, ohne die zu beweisen, weil wir halt nicht die mathematischen Mittel haben, um sie zu beweisen, und nicht genug Zeit, um die mathematischen Mittel einzuführen. Deshalb ist hier für die Beweise auf die Literatur verwiesen. Ich habe Ihnen im Anhang eine Folie reingepackt mit Links auf englischsprachige Beweise für diese Theoreme. Wenn Sie sich also dafür interessieren, dann schauen Sie da gleich mal rein. Und es ist ja auch sehr interessant. Gut,
An der Stelle könnten wir jetzt, wenn Sie möchten, eine Pause machen. Gut, dann lüft doch kurz durch. Okay, gut. Hervorragend. So, dann also kommen wir zu den Transformationen. Multivariat normal verteilter Zufallsvektoren. Und da betrachten wir als erstes die linear-affine Transformation. Gegeben sei ein Multivariat normal verteilter Zufallsvektor Xi. Und zusätzlich definieren wir einen weiteren Zufallsvektor Y als A mal Xi plus B, wobei A eine M mal N Matrix ist und B ein m-dimensionaler Vektor. Was erhalten wir, wenn wir eine M mal N Matrix mit einem N mal 1 Vektor multiplizieren? M mal N Matrix mal N mal 1 Vektor. Ja, ein M mal 1 Vektor und ein M mal 1 Vektor plus ein anderer M mal 1 Vektor ist auch wieder ein M mal 1 Vektor. Ja? Das heißt, die Regeln der Matrixmultiplikation sind hier eingehalten und dann gilt für diesen zweiten Zufallsvektor Y, dass er auch wieder multivariat normal verteilt ist, wobei sich die Parameter dieser neuen multivariaten Normalverteilung ergeben als Funktionen der Parameter der ursprünglichen multivariaten Normalverteilung verrechnet mit a und b. Ja, also der Erwartungswertparameter verändert sich dann zu a mal μ plus b und der Kovarianzmatrixparameter verändert sich zu a mal sigma mal a transponiert. Wir verzichten auf einen Beweis. Wenn Sie einen Beweis sehen wollen, schauen Sie in den Anhang. Und hier haben wir aber zumindest ein Beispiel, was das einmal demonstriert. Wir haben also hier auf der linken Seite den bivariat normal verteilten Zufallsvektor Xi mit Erwartungswert 1, 1 und dieser Kovarianzmatrix hier. Und wir haben die Matrix A und den Vektor B definiert als so, wie es hier steht. Dann haben wir jetzt hier Realisierungen des Zufallsvektors Xi gebildet, sie dieser Transformation unterzogen und schauen uns die Realisierung von Y an und dann sehen wir, dass Y auch wieder eine multivariate Normalverteilung hat, mit aber anderen Parametern. Also die Kovarianz hat sich durch die Multiplikation mit A und A transponiert eben verändert und wir sehen auch, dass die Verteilung jetzt zentriert ist auf 0, 0. Das können wir auch einmal durchrechnen, denn wir wissen ja, wie der Erwartungswertparameter von Y gegeben ist. Also A ist minus 2, 1, minus 1, 2 und das originale μ ist 1, 1 und wir beherrschen die Matrixmultiplikation, das heißt, wir können das ausrechnen. Wir erhalten einen 2 mal 1 Vektor und der erste Eintrag ist minus 2 mal 1 ist minus 2. Entschuldigung, ich habe hier was vergessen. Hier steht nämlich zusätzlich noch plus b und das b ist 1 minus 1. So, wir erhalten also für den ersten Eintrag minus 2 mal 1 sind minus 2 plus 1 mal 1 sind minus 1 plus 1 sind 0. Und für den zweiten Eintrag minus 1 mal minus 1 sind minus 1. Plus 2 mal 1 sind plus 1, plus minus 1 ist 0. So. Das heißt, der Erwartungswertparameter des neuen Zufallsvektors Y ist 0, 0. Und das sehen wir auch in der Abbildung. Dann haben wir noch eine zweite Transformation, nämlich die invertierbare lineare Transformation. Sie sei wieder ein multivariat normal verteilter n-dimensionaler Zufallsvektor. Und jetzt definieren wir Y als A mal Xi, wobei A eine invertierbare quadratische Matrix ist. Deshalb nennen wir das auch eine invertierbare lineare Transformation, denn wir können ja diese Gleichung benutzen, um zwischen Y und Xi hin und her zu rechnen. Also wir haben hier die Gleichung Y ist gleich A mal Xi
Und wenn wir die jetzt von links mit A invers multiplizieren, dann erhalten wir A invers mal y ist gleich xi. Ja? Das ist eine invertierbare lineare Transformation. Und dann gilt, dass y auch wieder multivariat normal verteilt ist mit diesen Parametern a mal μ und a sigma a transponiert. Sie sehen, es handelt sich um einen Spezialfall des vorherigen Theorems, in dem also b der Nullvektor ist und a keine beliebige m mal n Matrix, sondern eine invertierbare quadratische Matrix. Gut, Fragen dazu? Nicht. Dann schauen wir uns kurz an, was mit sphärischen Verteilungen gemeint ist. Also, gegeben seien n univariat normal verteilte Zufallsvariablen, mit den, also die nennen wir hier xi1 bis xin, allgemein xi, und die haben die Erwartungswertparameter μi und die gemeinsame Varianz sigma Quadrat. Also nicht die gemeinsame Varianz, sondern die gleiche Varianz. So. Weiterhin sei gegeben die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion eines multivariat normal verteilten Zufallsvektors mit dem Erwartungswertparameter μ, der also die Zusammenfügung aller μi in einem Vektor ist, und dem Kovarianzmatrixparameter sigma Quadrat mal en. Sigma Quadrat mal In wird uns noch häufiger begegnen. Das ist also letztendlich ein skalares Vielfaches der n-dimensionalen Einheitsmatrix. Ja? Ich schreibe das hier mal an für den Fall I gleich 3. Für den Fall I 3. Wir haben hier also Sigma Quadrat mal dreidimensionale Einheitsmatrix. Und das Ergebnis davon ist natürlich eine Diagonalmatrix, die überall Sigma Quadrat auf der Diagonale zu stehen hat. So. In diesem Fall gilt dann, dass die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion des Zufallsvektors xi, also was nichts anderes ist als die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der gemeinsamen Verteilung der xi1 bis xin, das Produkt der univariaten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen für die xi ist. Das heißt also, in dem Fall, den wir hier eingeführt haben, nämlich univariate und multivariate Normalverteilung, gilt, dass die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der multivariaten Normalverteilung mit den Parametern, Erwartungswertparametern μi und der Kovarianzmatrix sigma Quadrat In gleich dem Produkt ist aus univariat normalen Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen mit Erwartungswertparameter μi und Varianzparameter sigma Quadrat. So, dieses Theorem ist für die Theorie des ALMs sehr wichtig, weil wir diese Annahme, also die Annahme sigma Quadrat In, häufig treffen werden. Die Zufallsvariablen xi sind unabhängig, aber nicht notwendigerweise identisch verteilt. Ja? Also sie haben dieselbe Varianz, aber sie haben nicht denselben Erwartungswertparameter. Die Erwartungswertparameter können sich unterscheiden und dieses Theorem behält dennoch seine Gültigkeit. Und einen Kovarianzmatrixparameter dieser Form, also sigma Quadrat In, nennt man sphärisch. Sphärisch aus dem Grund, den wir auch vorhin schon gesehen haben, dass nämlich, wenn wir so eine Kovarianzmatrix haben, die auf dem Nicht-Diagonal 0 hat und auf der Diagonale immer dieselbe Zahl, dass die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion dann so eine Kugel- oder kreisrunde Form annimmt. Und deshalb spricht man dann von sphärischen Normalverteilungen. Also eine sphärische multivariate Normalverteilung der Dimension n entspricht n unabhängigen univariaten Normalverteilungen und umgekehrt. Gut, das wollen wir einmal kurz beweisen.
Was machen wir dazu? Wir schreiben die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion der multivariaten Normalverteilung erst einmal hin. Das ist also n von x gegeben μ und Sigma Quadrat. Wobei μ ein n mal 1 Vektor ist. Und die lautet wie folgt. 1 durch Wurzel aus 2pi hoch n mal Determinante von Sigma. Sigma ist in diesem Fall klein Sigma Quadrat wie n. Mal e hoch minus 1/2 x minus μ transponiert. Sigma invers. Sigma ist klein Sigma Quadrat im. Also müssen wir diese Matrix invertieren. Und dann nochmal multipliziert mit x minus μ dem Exponenten, Klammer zu. So. Das ist die Formel, die wir vor, keine Ahnung, 10 Minuten gesehen haben, die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Multivariaten. Was wir jetzt tun müssen, ist, dass wir die so umformen, dass wir am Ende ein Produkt von Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen der univariaten Normalverteilung zu stehen haben, die wir auch schon kennen. So. Dann versuchen wir das mal. Wir sehen zunächst mal hier vorne, dass hier unter der Wurzel steht 2pi hoch n. So. 2pi hoch n heißt 2pi n mal mit sich selbst multipliziert. Das heißt, wir können das schon mal als ein Produkt schreiben. Und i gleich 1 plus n. 1 durch Wurzel 2pi. So. Jetzt müssen wir die Determinante von Sigma Quadrat in ausrechnen. Sigma Quadrat in ist diese Matrix hier. Wer kann mir sagen, was die Determinante dieser Matrix ist? Erinnern Sie sich, was wir in der letzten Einheit gelernt haben über Diagonalmatrizen und dass Diagonalmatrizen Spezialfälle von Dreiecksmatrizen sind und deshalb die Determinantenregel für Dreiecksmatrizen gilt? Ja, bitte. Die Multiplikation der Oktagonalen. Richtig, die Multiplikation aller Elemente auf der Diagonalen. So, das heißt, wir haben hier also zu stehen 1 durch, achso, hier muss ich Klammern setzen, weil hier endet das Produkt. Ja? Wir haben hier zwischen 1 durch Wurzel und unter der Wurzel steht die Determinante von Sigma Quadrat n. Ja? Muss die Klammer nicht vor das Produktzeichen? Kann man auch machen, ja. Aber würde jetzt nichts ändern. Also macht keinen Unterschied. Nee. Okay, ich dachte gerade, dass sonst das andere auch mal mit reingerechnet wird. Ja, also bei einer Summe würde ich so schreiben, dann endet die Summe hier und demzufolge wäre es ein Produkt dann. Okay. Aber da hier nur ein Term ohne Summe im Produkt steht, würde es keinen Unterschied machen. Okay, diese Matrix ist also eine Diagonalmatrix mit Einträgen Sigma Quadrat. Wenn wir Sigma Quadrat n mal mit sich selbst mal nehmen, ist es Sigma Quadrat hoch n. Gut. Dann haben wir hier den Exponenten und da können wir zunächst, das hier ist ein Matrix-Inverses, wo invertiert wird ein Produkt aus einem Skalar und einer Matrix. Und diesen Skalar kann man aus dem Inversen rausziehen. Ja? Also das heißt, es gilt immer C mal A invers ist gleich 1 durch C mal A invers. Wenn wir das hier anwenden, dann invertieren wir hier einfach nur Sigma Quadrat. Das heißt, hier steht das. Was ist das Inverse der n-dimensionalen Einheitsmatrix? Ja. Gleich. Wie gleich? Einer Diagonalmatrix. Ja, meinst du? Ist das gleiche, also es bleibt
Das Inverse der Einheitsmatrix ist die Einheitsmatrix. Wieso? Ja? Weil man beim Invertieren ja einmal um die Diagonale flippt und wenn nur auf der Diagonale irrelevante Einträge stehen. Das ist die Transposition. Ach so. Aber es stimmt, die Transposition der Einheitsmatrix ist auch wieder die Einheitsmatrix. Okay, also das Inverse einer Matrix A ist die Matrix, die, wenn man sie mit ihr multipliziert, die Identitätsmatrix ergibt. Jetzt stellen Sie sich vor, A ist die Einheitsmatrix. Ist die Einheitsmatrix. Mit welcher Matrix müssen wir die Einheitsmatrix multiplizieren, um die Einheitsmatrix zu erhalten? Natürlich mit der Einheitsmatrix. Ja? Deshalb ist das Inverse der Einheitsmatrix die Einheitsmatrix. Das Transponierte der Einheitsmatrix ist auch die Einheitsmatrix. Ja? Aber auch mit 1 könnte das multipliziert werden. Ja, das wäre aber keine Matrix. Matrix, ja, das wäre. Das Inverse einer Matrix ist immer eine Matrix. Gut, was bleibt dann hier stehen? Wir haben hier weiterhin x minus μ transponiert und hier steht die Einheitsmatrix. Und dann machen wir dazu. So. Jetzt können wir zunächst mal dieses Sigma-Quadrat hier ins Produkt reinnehmen, weil das Sigma-Quadrat hier n mal mit sich selbst multipliziert wird und deshalb schreiben wir das in das Produkt von i gleich 1 bis n mit rein. Ich schreibe die Klammern hier wieder so, wie Sie es bevorzugt haben. 2 Pi Sigma Quadrat. Gut, dann ist zu. Jetzt haben wir noch den Exponenten. Müssen wir den Exponenten etwas umschreiben. Minus 1,5 geteilt Sigma Quadrat bleibt stehen. Was passiert mit der Einheitsmatrix in einem Matrixprodukt? Bitte? Was ist so, dass sie verschwindet, weil sie praktisch wieder 1 kodiert, wenn man nicht problematisch hat? Richtig, sie verschwindet. Ja? Weil das hier ist ein 1 mal n Vektor, das ist eine n mal n Matrix und das ist ein n mal 1 Vektor. Und wir können jetzt die Identitätsmatrix einfach streichen. Das heißt, hier steht jetzt x minus μ transponiert mal x minus μ. So, jetzt überlegen wir uns kurz mal, was x minus μ transponiert mal x minus μ ist. Das ist ein eindimensionaler, also ein Zeilenvektor multipliziert mit einem Spaltenvektor. Das heißt, wir haben eine Zeile und eine Spalte und wir bilden einfach das Skalarprodukt. Das heißt, hier steht dann die Summe von i gleich 1 bis n x i minus μ i zum Quadrat. Ja, ist jedem klar, wie wir von hier bis hier gekommen sind. Also die Identitätsmatrix ist verschwunden, weil sie das neutrale Element der Matrixmultiplikation ist. Und dann haben wir hier ein Skalarprodukt eines Vektors mit sich selbst. Und dieser Vektor ist x minus μ, also steht in jedem Element dieses Vektors xi minus μ. Und in der Summe quadriert sich das dann, weil wir zweimal denselben Vektor haben. Jetzt haben wir hier eine Potenz e hoch mit einer Summe im Exponenten und dort können wir das altbekannte Potenzgesetz aus der Schule anwenden. A hoch m mal n ist gleich a hoch m mal a hoch n. So. Das heißt, aus dieser Summe im Exponenten wird ein Produkt von Potenzen. Und dieses Produkt lautet so, ich schreibe hier zunächst den Vorteil mal ab, 1 minus Sigma Quadrat mal e hoch minus 1,5 geteilt durch Sigma Quadrat. Schreibt man jetzt der Klarheit halber hier das Produkt nochmal hin. Damit wir sehen, wieso diese beiden Produkte sich dann vereinigen. Und diese
dieser Vorfaktor ist für alle Summenelemente gleich, das heißt, der bleibt hier genau so stehen. Und dann haben wir noch das Summenelement xi minus μi zum Quadrat. So, also Potenz mit gleicher Basis und Summenexponenten wird zu Produkt von Potenzen mit dieser Basis und den einzelnen Exponenten. Gut, und jetzt können wir die beiden Produkte zusammenfassen. Das sind beides Produkte von i gleich 1 bis n. Und dann steht im sozusagen Argument des Produkts diese Gleichung hier. Und wie wir sehen, haben wir jetzt keine Interaktion zwischen den verschiedenen x, i, j mehr und auch keine Interaktion zwischen den μ, i, j. Und wir haben sowieso überall das gleiche Sigma Quadrat, weil das eine Voraussetzung des Theorems war. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Produkt von n univariaten Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen der Normalverteilung mit μ, i und Sigma Quadrat als Parameter. Fragen dazu? Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Abschnitt. Marginalen und bedingten Normalverteilungen. Und hier passiert das Gleiche, was schon die ganze Zeit passiert ist, nämlich dass Operationen, die wir auf multivariate Normalverteilungen anwenden, wieder multivariate Normalverteilungen ergeben. Das heißt also, die hier wünschenswerte Eigenschaft ist, dass die assoziierten Verteilungen von Normalverteilungen Normalverteilungen sind, deren Erwartungswert und Kovarianzmatrixparameter dann jeweils aus den Parametern der Ausgangsverteilung errechnet werden können. Insbesondere gilt, dass die Marginalverteilungen von multivariaten Normalverteilungen wieder multivariate Normalverteilungen sind. Es gilt, dass die bedingten Verteilungen von multivariaten Normalverteilungen wieder Normalverteilungen sind. Und gemeinsame multivariate Normalverteilungen lassen sich multiplikativ in eine marginale und eine bedingte Verteilung zerlegen, wobei sich die Parameter der gemeinsamen Normalverteilungen aus den Parametern der marginalen und bedingten Verteilung ergeben und umgekehrt. Ja, das heißt, man kann zwischen diesen hin und her rechnen. Die Resultate, die wir uns jetzt hier anschauen, sind insbesondere für verallgemeinerte ALMs wichtig, also zum Beispiel Linear Mixed Models und hierarchische Normalverteilungsmodelle, Variance Component Estimation, Restricted Maximum Likelihood und all diese Themen. Wir werden aber in Einheit 12, partielle Korrelation, auch wieder darauf zurückkommen und deshalb ist es ganz gut, das hier schon mal gesehen zu haben. Okay. Dann also zunächst zu marginalen Normalverteilungen. Es sei Xi ein m-dimensionaler multivariat normal verteilter Zufallsvektor mit Erwartungswertparameter μ und Kovarianzmatrixparameter groß Sigma. Und wir gehen weiterhin davon aus, dass wir den partitionieren in zwei Teile. Das heißt also, wir nehmen an, dass Xi aus einem k-elementigen Zufallsvektor y und einem l-elementigen Zufallsvektor z besteht. Und wir wenden dieselbe Partitionierung auch auf die Parameter der Verteilung an. Das heißt, der Erwartungswertparametervektor besteht hier aus zwei Vektoren, μ, y und μ, z. Und äquivalent für die Kovarianzmatrix, wobei die dann in vier Teile zerfällt. Die entsprechende Dimension haben. Dann gilt, dass die Untervektoren y und z auch wieder multivariat normal verteilt sind, wobei die Parameter sich auf das beschränken, was zu jeweils ihren Einträgen gehört. Ja, also für y hier folgt einer multivariaten Normalverteilung mit Erwartungswertparameter μ y und Kovarianzmatrixparameter sigma y y, also der obere linke Teil der Matrix sigma hier. Und analog für z.
Das heißt also, übersetzt kann man sagen, jede Teilmenge oder jeder Untervektor eines multivariaten normalverteilten Zufallsvektors ist selbst wieder multivariat normalverteilt, wobei sich die Parameter ergeben, indem man die nicht zur Untermenge gehörenden Komponenten weglässt. Aus dem Erwartungswertparameter und der Kovarianz und dem Kovarianzmatrixparameter. Gut, wir verzichten auf einen Beweis, aber Beispiel. Wir haben also hier links eine bivariate Normalverteilung des Vektors yz oder yz und die hat diese Form, also ist beschrieben durch μ und Sigma, wie hier oben angegeben. Und dann wären die marginalen Verteilungen dieser bivariaten Normalverteilung zwei univariate Normalverteilungen, weil wir uns jeweils auf ein Element beschränken. Wenn wir also über z marginalisieren, dann erhalten wir die Verteilung über y, das ist eine Normalverteilung. Und wenn wir über y marginalisieren, erhalten wir die marginale Verteilung für z und das ist auch wieder eine Normalverteilung, wobei die Parameter gegeben sind, dadurch, dass man hier aus μ und Sigma die jeweils korrespondierenden Elemente herausgreift. Okay, dann kommen wir zu bedingten Normalverteilungen. Hierfür nehmen wir jetzt an, dass xi y gerade gefragt, ob man hier nicht eigentlich schreiben müsste, xi transponiert, y transponiert, transponiert. Denn xi und y sind ja Vektoren. Also letztendlich möchte man ja diesen Vektor hier bezeichnen. Y soll hier ein m-dimensionaler Vektor sein und xi soll ein m-dimensionaler und y ein n-dimensionaler Vektor sein. Das heißt, alternativ könnte man das schreiben als y transponiert xi transponiert y transponiert, um es in einen Zeilenvektor zu überführen und dann nochmal transponiert. Das ist hier auf der Folie ein bisschen sloppy, würde ich sagen. Man könnte natürlich auch annehmen, dass es sich dabei um keinen Vektor, sondern um einen Tupel mit zwei Einträgen handelt. Aber lassen wir das. Also, Sie wissen, was gemeint ist. Wir haben einen m plus n-dimensionalen multivariaten normalverteilten Zufallsvektor, der auch partitioniert ist in xi und y, wobei wir hier wieder entsprechende Partitionierungen der Parameter der gemeinsamen Verteilung haben. Das heißt, μ besteht aus μ xi und μ y und analog Sigma. Und unter dieser Bedingung ist die bedingte Verteilung von xi gegeben y wieder eine multivariate Normalverteilung mit den Parametern μ xi gegeben y und sigma xi gegeben y, die also die Form haben, die hier in Gleichungen 27 und 28 angegeben sind. Das heißt also, die Parameter der bedingten Verteilung von x auf y errechnen sich durch als eine Funktion der Parameter der gemeinsamen Verteilung und y. Wir verzichten auf einen Beweis, aber Beispiel. Wir haben hier links eine gemeinsame multivariate Normalverteilung, wieder eine bivariate Verteilung von xi und y und bedingte Verteilungen bilden heißt, dass man also diese gemeinsame Verteilung an einer bestimmten Stelle schneidet. Ja? Wir haben hier also jeweils Linien, die parallel zur x-Achse verlaufen, auf denen y konstant ist und der Schnitt durch diese Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion an der Stelle y gleich 1,5 wäre die bedingte Verteilung von xi gegeben y ist gleich 1,5. Analog für y ist gleich 2,8. Wenn wir das tun, dann erhalten wir diese univariaten Normalverteilungen hier. Sie sehen, dass
wenn wir die gemeinsame wahrscheinlichkeitsdichte Funktion an der Stelle y gleich 1,5 schneiden, dann liegt hier die Wahrscheinlichkeitsmasse etwas näher bei 0. Wenn wir sie hier weiter oben schneiden, bei 2,8, liegt die Wahrscheinlichkeitsmasse weiter weg von der 0. Das heißt, das wären also das wäre eine bedingte Verteilung von Xi gegeben Y und das wären zwei Exemplare davon für bestimmte Y-Werte. Okay. Dann kommen wir noch zur gemeinsamen Normalverteilung. Wir gehen also davon aus, dass Xi ein m-dimensionaler, multivariat normalverteilter Zufallsvektor ist, mit der Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer multivariaten Normalverteilung und den gemeinsamen Parametern μ Xi und Sigma Xi Xi. Und des Weiteren nehmen wir an, dass eine Matrix A der Größe n mal m und ein Vektor B der Größe n, also ein n-dimensionaler Vektor, gegeben sind, sodass die bedingte Verteilung von y gegeben Xi beschrieben ist durch diese bedingte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, in denen a und b als Parameter auftreten. Sie sehen hier also, dass der Erwartungswert von y gegeben Xi ist gleich a mal Xi plus b. So, wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, die hier also in der Gleichung 29 und 30 stehen, dann gilt, dass Xi und y auch gemeinsam normal verteilt sind mit den Verteilungsparametern, die hier in Gleichung 32 angegeben sind. Das heißt, das μ setzt sich zusammen aus μ Xi und dieser Transformation von μ Xi und dass die gemeinsame Kovarianzmatrix Sigma Xi Y ist gegeben durch diese Matrix. So. Eine marginale und eine bedingte Verteilung induzieren zusammen eine gemeinsame Verteilung. Das ist generell so, weil Sie wissen, dass wir das Gesetz der bedingten Wahrscheinlichkeit haben als P von x gegeben y ist gleich P von x und y geteilt durch y. So, und wenn wir, ich sollte das hier vielleicht andersrum aufschreiben, damit es besser zum Theorem passt. Also die Wahrscheinlichkeit von y gegeben x ist gleich die gemeinsame Wahrscheinlichkeit von y x geteilt durch die Wahrscheinlichkeit x. Und wenn wir jetzt diese Gleichung nach der gemeinsamen Verteilung umstellen, dann erhalten wir p von y und x ist gleich p von y gegeben x mal p von x. Und genau das tun wir hier auch. Wir haben nämlich in Gleichung 29 gegeben die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion von x und wir haben in Gleichung 30 gegeben die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion von y gegeben x. Ja? Dieses Gesetz der Wahrscheinlichkeitstheorie, das gilt generell, aber bei multivariaten Normalverteilungen ist es eben so, dass sich die Parameter der gemeinsamen Verteilung dann in praktischer Weise aus den Parametern der marginalen und der bedingten Verteilung errechnen lassen. Gut. Wir verzichten auf einen Beweis, aber wir haben wieder ein Beispiel. Und das Beispiel sieht so aus. Wir haben hier eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für x oder für xi. Und wir haben eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion für y gegeben xi, die hier einmal abgebildet ist für den Fall, dass Xi gleich 1 ist. Und zusammen induzieren diese beiden Verteilungen dann eine gemeinsame Verteilung von Xi und Y, die also charakterisiert ist durch diese Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, die hier auf der rechten Seite gegeben ist. Und wenn Sie die Parameter nehmen, die hier oben stehen, dann können Sie eben die Parameter der gemeinsamen Verteilung daraus errechnen. Gut, das war's mit der ersten Einheit. Gibt es Fragen?
nicht der Fall, dann machen wir jetzt nochmal eine kurze Pause und dann geht es weiter mit Modellformulierung.